Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle. Und heute machen wir ein einfaches Cookie-Rezept für Sandies. Das ist mehr oder weniger Butterkekse mit Nüssen. Legen wir los. Ziemlich einfache Zutaten. Wir brauchen 1 Cup oder 250 Gramm Butter, 1/4 Cup oder 50 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt oder 1 Esslöffel Vanillezucker, 2 1/4 Cup oder 280 Gramm Mehl, 1 Cup oder 150 Gramm gehackte Nüsse. Ich benutze heute Haselnüsse. 1 Cup oder 125 Gramm Puderzucker. In eine große Schüssel Butter cremen. Zucker dazu und zusammencremen. Vanille dazu. Mehl dazu und schlagen. Es wird zuerst sehr trocken sein, aber beim Schlagen wird es zu einem Teig werden. Nüsse reinfalten. Wenn die schwer sind einzufalten, kann man sie auch reinkneten. Dann der Teig in einen dicken Zylinder rollen. Und die Cookies ca. 1 cm dick schneiden. Diese verlaufen nicht so viel, also kann man die Cookies ziemlich nah beieinander auf einem belegten Backblech drauflegen. Backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius 12 bis 15 Minuten oder bis die Cookies gerade anfangen braun zu werden an der Kante. Lass die Kekse abkühlen und mit Puderzucker decken. Wir machen das, weil der Teig nur wenig Zucker enthalten. Sie brauchten wirklich die Schicht Puderzucker. Diese Kekse sind knusprig und butterig. Sie sind nicht besonders süß und die Nüsse geben es ein bisschen mehr Crunch. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Abonniert für mehr Rezepte.